Dieses ist jetzt ein schwieriges Hauruck-Video, weil die GoPro ist für so kurze Entfernungen eigentlich gar nicht gebaut. Aber was soll's, über Videoqualitäten habe ich mich noch nie besonders aufgeregt. So, der Feind des 3D-Druckers ist die GoPro-Halterung. Ich habe, ja, ich fummle viel mit der GoPro rum, auch jetzt zum Beispiel seht ihr gerade, auch hier gibt es wieder eine GoPro-Halterung dazu. Und immer wenn man die GoPro für irgendwas macht, ans Motorrad schraubt oder was weiß ich, dann braucht man auch eine entsprechende Halterung. Und das Problem ist gar nicht so sehr die Halterung, das Problem sind unten dran diese, ne, GoPro-Befestigungsdingsbumse. Ich glaube, ein bisschen mit Licht schadet hier nichts. Das ist zum Beispiel eine Open-Top-Halterung, da kann man die GoPro einfach so reinstellen, das ist was für drinnen. Da braucht man sie nicht reinzuklipsen, reinzudrehen, einfach raufstellen, fertig. Und unten drunter sind ja schon diese GoPro-Teile. So, ich weiß jetzt nicht, kann man es gut erkennen. Ich habe jetzt wieder nur so ein Mickey-Maus-Monitörchen, hinten den Backpack-Monitor. So sieht dann die GoPro-Halterung aus, gedruckt. Naja, ich habe extra hier irgendwo, genau hier unten versteckt sie sich, immer ein so ein Bauteil von Original GoPro liegen oder von irgendeinem der unzähligen Kopiererhersteller. Und damit ich sehen kann, passt es auch. Hier passt es jetzt gerade mal, das ist aber nicht die Normalität, sondern ich kenne es eigentlich häufiger so. Ich glaube, das ist schon, klar, diese Halterung habe ich ja selbst entworfen, deswegen habe ich hier die eine aus von Thingiverse einfach eine runtergeladen. Ich kenne das eigentlich nur, dass es dann doch nicht so passt, wie es passen soll. Gerade wenn es diese Dreifachdinger hier sind, dann gibt es da meistens Probleme. Das hier ist schon kein Original mehr, das ist schon wieder eine selbst entworfene oder selbst umgeänderte. Und irgendwann hatte ich jetzt die Schnauze voll, wenn ich so ein Ding drucken will. Dann habe ich die Wahl, ich kann es so rum mit Support drunter drucken. Das heißt, eine Unmenge Support, unebene Fläche unten drunter und man muss dran rumsägen ohne Ende gewissermaßen. Und oben ist es so. Oder ich kann es so rum drucken, dann liegt das flach und dazwischen muss Support stehen. Mal gucken, habe ich hier nicht sowas noch stehen? Nee, da habe ich es überall schon rausgeschraddelt, beziehungsweise alles, was mich genervt hat, habe ich schon wieder weggeschmissen. Okay, also wenn ich so liegend drucke, also platt, dann habe ich da zwischen Support und muss den auch rauskratzen. Beim A8 geht das noch. Beim Bizer ist das, was er als Support produziert, doch schon ein bisschen stressiger. Hier kann man sehen, ich habe es hochkant stehend gedruckt. Da war hier drin Support, da war da drin Support. Drücke ich es liegend, habe ich hier zwischen Support. Und auch die Dinger sehen irgendwie, naja, nicht so überzeugend aus. Jetzt habe ich mir einfach meine eigenen GoPro-Halterungen, ja, designt. Einfach so von vornherein mit ein bisschen Luft. Das Wichtige dafür habe ich ja immer dieses Originalteil. Ich komme von der Seite. So, na? Das ist jetzt nicht nachgearbeitet. Das ist einfach so von der Druckplatte runter und passt. Das, und zwar mit eingesetzter Schraube. Nein, die wird nicht mit eingesetzter Schraube gedruckt, sondern die macht man hinterher rein. Das Gegenstück mit dem Double hier passt ein bisschen energischer, aber passt auch das ohne irgendwelche Nacharbeiten. Wie befestigt man das jetzt? Plastikkleber. Einfach Uhu-Plast oder hier aus dem Supermarkt, in diesem Fall gerade mal von Patex. Das löst die beiden Oberflächen an und ja, verschweißt sie miteinander. Das ist ein ganz normaler Plastikkleber, das kennt ihr vielleicht von früher noch, als ihr mal so Airfix-Soldaten gebaut habt oder so. Ich habe das gestern Abend mal gemacht, habe eine Stunde gewartet und konnte die Dinger, wie man hier sehen kann, einfach wieder abbrechen. Da dachte ich, ja scheiße, da möchte ich jetzt meine GoPro nicht dran haben. Schon gar nicht, wenn sie am Motorrad sitzt und vor sich hingeschlackert wird. Aber ich probiere ja alles dreimal aus und ich weiß, dass ich in der Vergangenheit schon Teile hatte, die verdammt gut klebten. Die habe ich gestern Abend drauf gemacht. Heute ist nicht mehr gestern Abend, sondern heute ist nächster Mittag. Ja, und da ist... Also selbst mit größter Kraft kriege ich den Kram nicht ab. Ich habe es auch hier schon versucht. Die hätte ich gedacht, der bricht wie blöde, weil der Boden, also die Unterstruktur ist schon lausig. Aber hier bricht eher der Rest als die Verklebung. Moral von der Geschichte, ja, man kann sich die GoPro-Halterung gesondert drucken.
Übrigens, das hier ist das Material von 3DK, über das ich schon mal ein Video gemacht habe. Wenn ich mir die so ansehe, muss ich sagen, das sieht schon sehr gut aus. Das Filament ist um einiges teurer. Ich kaufe ja nie teuer. Ich habe diese Rollen hier damals von 3DK bekommen, also gratis bekommen, um da mal ein Video drüber zu machen, das mal auszuprobieren. Das Video müsst ihr euch suchen, findet ihr hier garantiert in meiner Liste. Und wenn ich mir das jetzt angucke, muss ich sagen, unbearbeitet, direkt so von der Druckplatte, das sieht schon gut aus. Das sind auch keine besonderen Einstellungen. Das ist auch nicht mit 0,1 mm gedruckt, sondern das ist ganz normaler Massendruck mit 0,2 mm. Und ich würde sagen, dafür sieht's gut aus. Na, ich bin ja mal ein großer Freund von Billigkauf. Aber wenn ich mir dann die Unterschiede ansehe zwischen dem hier beispielsweise und dem hier, es scheint schon Unterschiede im Filament zu geben. Gerade wenn es dann doch ein paar Euro mehr kostet. Es sind zugegebenermaßen auch die Farben. Schwarz beispielsweise sieht immer irgendwie schrecklich aus. Also an Schwarz sind immer irgendwelche Ecken zu erkennen. Dieses braune Material, das finde ich eigentlich ganz toll. Jetzt vielleicht nicht, weil es so wunderbar glatt gedruckt worden ist. Was natürlich damit zusammenhängt, dass es eine etwas glasige Struktur ist, dass überall hier Support drauf gewesen ist. Aber hier direkt daneben liegt beispielsweise etwas, womit ich mich langfristig mal befassen will, um meine Wildkameras zu tarnen. Das ist auch dasselbe Zeug. Und ich muss sagen, perfekt, super Farbe. Und es kann auch so aussehen. Das ist die Unterseite, also die auf der Glasplatte gelegen hat. Das ist die Oberseite, mit der man es gedruckt hat. Also ihr seht schon, dass das Filament an sich jetzt nicht unbedingt für Präzision taugt, aber als Holzfarbe, ne, so Richtung Palisander würde ich mal sagen, ist es schon mal mega. Das hier ist das Pink-Zeugs. Okay, Unterseite ist jetzt etwas unglücklich, weil da war Raft drunter. Support drunter. Also ihr seht, die Seitenwände sind völlig in Ordnung. Ihr dürft also jetzt die Unterseite hier, die auf dem Support gestanden hat, nicht als Maßstab dafür nehmen. Dann habe ich noch andere Farben hier. Naja, auch hier habe ich mal fröhlich drauf rumgeklebt. Hält alles bombenfest. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Ja, hier ist es angegossen, ne? Ach, was angegossen? Quatsch, angedruckt. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber unterm Strich, auch wegen der ganzen Probleme, wie drucke ich jetzt das Werkstück so, dass ich die GoPro-Halterung oben drauf habe und nicht unten drunter. Wie gesagt, wenn man es so, kann man gar nicht sehen, wenn man es jetzt so liegend drucken würde, dann müsste ja zwischen den Ritzen überall Support dazwischen. Und den schraddelt da mal raus, viel Spaß. Wenn man das hochkant druckt, kann man sich eine Menge Ärger sparen. Was ihr hier seht, an meinen GoPro-Halterungen sind immer schon so sechseckige Mulden mit drin, damit man von vornherein hier eine Mutter reindengeln kann. Das macht man nicht einfach so, sondern da steckt man was dazwischen, dann steckt man da eine Schraube komplett durch bis ans andere Ende und dann dreht man hier die Mutter drauf und schraubt das dann so lange fest, bis die Mutter quasi in das vorhandene sechseckige Loch reingezogen wird. Das macht man nur mit etwas da drinnen, sonst brechen bei diesem Zugvorgang nämlich diese Dinger doch ab. Ja, also wenn da X dazwischen ist, dann sagt das hier Knack. Weil die sind ganz schön fest drin. Die Löcher sind genau auf Maß gedruckt. Sie sind nachher nun nicht auf Maß, was auch gut ist, weil auf die Art sitzt die Mutter da sehr schön fest drin. Ja, auf lange Rede, kurzer Sinn, also lange Rede kann ich ganz prima. Durch diese vielen einzeln druckbaren Dinger habe ich jetzt immer eine optimal gedruckte, passgenaue GoPro-Halterung. GoPro-Widerlager, GoPro, ich weiß, wie soll man das nennen? Also die englische Bezeichnung ist hier Triple Naked und Double Naked. Ja, ne? Das Ende ist immer an der GoPro dran sozusagen, an der GoPro-Halterung, an dem Frame, was auch immer. Und das ist dann immer an der Klammer der Montage, also das untere Ende sozusagen. Ja, ja. Ich habe mal wieder wirr vor mich hingeplappert, aber was soll's, das liebt man so an mir. Ja, hier, da kann man es auch sehr schön sehen. So sieht das dann aus, wenn ich eine Halterung gedruckt habe und die dann nachbearbeitet habe, bis es endlich passt. Und deswegen drucke ich es jetzt viel lieber so. Das sind die Ergebnisse sehr viel zufriedenstellender. Was ihr hier übrigens seht, Rabotz, das finde ich ganz genial. Das sind Filamentrollen als Schlüsselanhänger.
Hier ist wieder Hochbetrieb. Man kann die Dinger einzeln drucken und dann einfach zusammenstecken. Und das Filament dazwischen, also die aufgewickelte Dings, kann man dann in verschiedenen Farben nochmal einzeln drucken. Habe ich noch nicht gemacht. Die liegen hier nur drumherum und warten darauf, dass ich das tue. Und sie ist zufälligerweise mit ins Video genommen. Deswegen rede ich wieder mal wirr vor mich hin. Ja, ich glaube, das war's schon. Für mich ist damit das GoPro-Halterungsproblem gegessen. Allerdings auf jeden Fall mindestens 12 Stunden durchtrocknen lassen. Ordentlich dran rütteln. Ich sehe gerade, das hier könnte ich auch mal zeigen. Das ist auch irgend so ein Ding vom Thingiverse. Das ist ein GoPro-Schlüssel sozusagen. Den kann man in die Original-GoPro-Schrauben nämlich hinten einfach reinstecken. Dadurch verlängert sich einerseits die Schraube so ein bisschen, weil es ist ja oft genug, dass die GoPro, dass man da kaum rankommt. Und man hat auch einen besseren Winkel. Man könnte den Burschen natürlich auch nochmal so designen, dass hier oben noch eine größere Schraube dran ist, aber ich weiß nicht, ob das irgendwann bricht. Der ist übrigens massiv gedruckt, ne? Das ist also richtig ein Klotz, da ist kein Infill oder sowas drin. Und ich glaube, das muss auch bei den Drehkräften, die ja manchmal gebraucht werden. So, jetzt haben wir wirklich genug geplappert. Danke fürs Zuhören und bestimmt gibt es demnächst noch irgendein anderes Video, was mir so einfällt.